Kitzbühel. Jener Ort, wo Helden geboren werden und Legenden ruhen. Der sportliche Frieden wird durch neue Enthüllungen rund um eine politische Intervention im Jahre 1974 aber gestört. Die Empörung über die jüngst erschienenen kritischen Zeitungsberichte zum Fall Toni Sailer ist in Kitzbühel besonders groß. Es ist in meinen Augen einfach ein dreckiger Sensationsjournalismus. Von Andreas Gabayé bis hin zur Prominenz aus Politik, Sport, Wirtschaft und Kultur. Sie alle kommen zum legendären Hahnenkammwochenende, an dem sich der Skisport wie jedes Jahr in der Königsklasse feiert. Vom Zielraum bis ins Altenheim fühlen sich die Menschen von den Sailer-Schlagzeilen persönlich gekränkt. Das tut mir so weh vom Toni Sailer, weil er war ein feiner Kerl. Ja, und alle sind ganz verzweifelt und geschimpft haben sie alle. Dass das einmal gibt, dass ein Mensch so eigentlich so schlecht gemacht wird. Auch die ehemaligen Skistars sind sich in ihrer Meinung einig. Das ist peinlich für die, die es jetzt wieder auf das Tapet bringen. Siegfried Lützow, Sportreporter der Tageszeitung Der Standard, und Florian Skrabal, Chefredakteur der Enthüllungsplattform Dossier, sind zwei der insgesamt 8 Journalisten, die den Fall Toni Sailer neu aufgerollt haben. Infolge des Berichts rund um Nicola Werdenig und den Vorwürfen der sexuellen Übergriffe im ÖSV-Umfeld haben die Journalisten wieder im Fall Sailer zu recherchieren begonnen. In Justizakten aus dem Staatsarchiv finden sie dann handfeste Fakten. Aus dem Akt geht hervor, dass hier auf höchster politischer Ebene interveniert wurde, um einem prominenten Menschen die Mauer zu machen. Dass das wirklich in höchste Regierungskreise gegangen ist, dass da 1,5 Jahre gearbeitet wurde daran von vielen hochfähigen Diplomaten, Anwälten und dergleichen mehr, um die Sache möglichst in den Griff, erst in den Griff zu bekommen und dann möglichst zu planieren. Und das ist quasi für einen Journalisten oder eine Journalistin wichtig, darüber zu berichten und auch die Bevölkerung über diesen für uns Missstand zu informieren. Doch die eigentliche Absicht der Journalisten ist in der Welle der Entrüstung zur Nebensache geworden. Von einer Schmutzkübelkampagne gegen den österreichischen Skiverband und den Wintersport ist die Rede, von Leichenschänderei. Das nicht sein kann, was nicht sein darf. Das ist auch eine normale Reaktion. Akten aus dem Staatsarchiv wie jene von Toni Sailer dürfen erst nach 30 Jahren sowie nach dem Ableben der betroffenen oder beschuldigten Personen freigegeben werden. Daher wäre eine derartige Berichterstattung zu Sailers Lebzeiten gar nicht möglich gewesen. Toni Sailer ist ein Nationalheld. In den 50er Jahren ist er dreifacher Olympiasieger und 7-facher Weltmeister. Ihm gehören die Herzen der Österreicher. Ist es nicht ein gutes Zeichen, dass wir sportliche Helden zum Gegenstand unserer Verehrung und Begeisterung machen? Nicht einem Feldherrn, nicht dem Mächtigen gelten die Hochrufe. Sportheld und späterer Filmstar. Michael, Liebesgeschichte. Jetzt, wo du Rennen fahren sollst, wo du endlich rauskommen kannst aus deinem Dorf, wo du eine Karriere vor dir hast, da gibt es keine Liebe. Da pfeift dein richtiges Mannsbild auf die Liebe. Sein Ruhm ist identitätsstiftend für das ganze Land. Warum, weiß Oliver Radkolb, der Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte an der Uni Wien, der sich mit Menschen, die Österreich geprägt haben, intensiv beschäftigt. Toni Sailer war sicherlich auch ein Symbol des gelungenen Wiederaufbaus. Also sind nicht nur die Kriegsschäden beseitigt, sondern die Österreicher sind auch international nicht nur wettbewerbsfähig, sondern sind auch Siegernaturen. Ist die Lichtgestalt Toni Sailer damals wie heute unantastbar? Darf er nicht hinterfragt werden? Die Journalisten haben Folgendes in den Akten gefunden. Toni Sailer gerät 1974 im polnischen Zakopane in Bedrängnis. Eine junge Prostituierte wirft ihm Vergewaltigung vor. Sailer wird der Dienstpass abgenommen, er verbringt einige Stunden im Gefängnis. Die österreichische Botschaft zahlt auf Anweisung von Außenminister Kirchschläger Sailers Kaution.
Die Regierung setzt alles daran, den Sportstar aus seiner misslichen Lage zu holen. Seiler kann aus dem Ostblock ausreisen. Man sollte nicht vergessen, dass man ja die Vorwürfe damals überhaupt nicht ernst genommen hat, weil es ein kommunistisches Regime gewesen ist. Und damals waren nicht nur für österreichische Politiker, sondern für die österreichische Gesellschaft Gerichte im kommunistischen Ostblock und im Speziellen in Polen politische Gerichte. Man hat das auch in der Hinsicht gar nicht ernst genommen. Über den Vorfall wird damals auch in den heimischen Medien berichtet. Die ehemalige Kitzbühler Gastwirtin Anna Kristalnik erinnert sich. Das hat aber nicht sehr lange gedauert, dass die Menschen, ja, und stell dir vor, und warum hat er das gemacht und so, verstehst? Aber wie ich sage, es hat nicht lange gedauert, dann ist wieder der strahlende Kitzbühler gewesen. Mhm. Gell? So dass es alles, und dann, wie es nicht aufgeklärt worden ist, dann war das überhaupt so, dass man das irgendwie ist dann im Sand verlaufen. So quasi, nicht? Und hat man das mitgekriegt, dass das von der Politik eine Intervention auch war? Ja. Ja. Aber da will man nicht sprechen drüber, ist gescheiter nicht. Die Regierung Kreisky bewirkt damals außerdem, dass der Vorwurf der Vergewaltigung zu einer Körperverletzung herabgestuft wird. Das zeigen die Akten aus dem Staatsarchiv. Zu einer Anklage kommt es nach Kontakten zwischen der österreichischen und polnischen Regierung nicht. Was in jenem Hotelzimmer in Zakopane tatsächlich passiert ist, wird nie untersucht. Oliver Radkolb war Bruno Kreiskys Biograf und Vertrauter. Der Historiker hat eine Erklärung für das entschiedene Eingreifen der Regierung Kreisky. Zwei Jahre zuvor, 1972, ist das nationale Ski-Idol Karl Schranz von den Olympischen Spielen in Sapporo ausgeschlossen worden. 100.000 Menschen gingen in Wien auf die Straße, um zu protestieren und um ihren Helden zu empfangen. Bruno Kreisky hat da schon auch Angst vor der Wirkungsmacht der Medien, der Bilder bekommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch für viele Entscheidungsträger damals, die involviert waren in den Fall Toni Seiler, dass sie eben so gefühlt haben, dass man sich besonders politisch ins Zeug zu legen hat, wenn es darum geht, einen Sporthelden, Anführungszeichen, zu retten. Toni Seiler hat stets seine Unschuld beteuert und behauptet, man habe ihm eine Falle gestellt und versucht, ihn zu erpressen. Es gibt so etwas, vor allem im Geheimdienstbereich, wo immer wieder auch versucht wurde, also mit Prostituierten, Erpressungen, Abhörgeschichten, mögliche Geheimnisträger zu erpressen. Ja, aber im Falle Toni Seilers, ehrlich gesagt, was sollte man in seinem Fall erpressen? Ja, er war sicherlich kein Geheimnisträger. Ja. Und Toni Seiler hat eigentlich nur das weitergegeben, was eigentlich alle auch wussten, und hat das zu seiner Verteidigung vorgebracht. Dieser Einschätzung will man in Kitzbühel keinen Glauben schenken. Wir treffen den langjährigen ÖSV-Geschäftspartner Kurt Matz. Skiverbandspräsident Peter Schröcksnadel empfiehlt ihn als Interviewpartner, da er 1974 mit Toni Seiler in besagtem Hotel in Zakopane war. Es war Kommunismus, es war die Länder, die haben ganz andere Strukturen gehabt. Nicht? Und er war auch erpresst in diesem Sinne und. Wir sind da hingekommen und das war für uns alle schwierig, ob das jetzt, egal welcher Land das war, das gibt es nicht mehr. Und das zeigen die Journalisten jetzt nicht, sagt keiner was. Das war wirklich ganz anders. Glauben Sie mir das. Das Spannende ist, dass obwohl Toni Seiler das mehrmals gesagt hat, es nie einen Beweis geliefert hat. Auch der ÖSV liefert heute keinen Beweis. Die Akten des ÖSV zur damaligen Zeit seien bei einem Wasserrohrbruch zerstört worden. Bitte lass uns den Toni so wie er ist, das war ein besonderer Mensch. In Kitzbühel haben wir nur eine einzige Stimme gefunden, die eine offene Diskussion über den Jahrhundertsportler in Ordnung findet. Also für mich jetzt war es ein super Idol, stimmt, aber wenn nicht was okay war, dann könnte es aufgedeckt. Das muss man jetzt auch sagen. Auf dem Kitzbühler Friedhof ist der Trubel des Hahnenkammrennens zu hören. Die Wahrheit wird wahrscheinlich sein, er ist 9 Jahre tot und man sollte ihn in Ruhe lassen und sein Andenken so behalten, wie er jetzt eigentlich bei den Österreichern
im Gedenken ist. Nämlich, wie ist er bei Ihnen im Andenken? Nur im Positiven und ganz einfach als Ski-Idol von meiner Kindheit weg.